Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft auf der Version Snapshot 15W27A. Wir haben das letzte Mal Kohle gesammelt, Sand gesammelt und Diorit gesammelt. Und heute wollen wir unser Haus weiterbauen. Dazu machen wir den Sand mal hier rein, aber nicht alles, mal ein bisschen mehr. 21 rein und hier noch ein bisschen Kohle rein, so. Das Diorit machen wir zu polierter Diorit und jetzt müssen wir hier einfach das Zeugs wieder wegmachen. Ich möchte auf dieser Seite und auf dieser Seite große Fenster machen und hinten, hier kommt ja das Haus dazwischen, da machen wir keine Fenster. Oder nur eine Fenster um in den Raum. Ja, nein, dann haben wir keinen Platz für die Gemälde und so. Deshalb machen wir hier mal alles Wand. Und eine Kuh kommt uns besuchen. Schaut uns zu, wie wir bauen. Freut sich über das die Baukünste des Drago Basler. Die nicht existieren. Nein. Sie existieren schon, aber ich baue recht normal noch. Also ja, wie gesagt, ich habe verschiedene Baustile und mein normaler ist mein liebster noch, sozusagen. Deshalb gibt es jetzt an der Villa noch keine gute Architektur, weil die anderen, die kommen mir besser. Also die, ja. Die sind einfach für mich besser, weil ich weil die neuer sind und die besser im Kopf habe, sozusagen. So, ich möchte kurz da noch wegmachen wegen den wegen der Türe, die vom Flur ausgeht. Und zwar müsste ich 3 nehmen. So. So, machen wir das so. Gut, dann hier das weg. Ich möchte eigentlich nur den Erdklotz hier zur Markierung haben. Und machen wir den Flur hier 4 breit. So. Und zwar. Ja, wir haben gerade kein Diorit. So, und dann wäre es hier wieder zurück. Gut. Dann haben wir den Flur und die Bäume nerven hier. Weil ich nicht hier hüpfen kann. So, und den auch. Gut, dann müssen wir mehr Diorit holen. Ganz einfach. Dann machen wir hier eigentlich einen Raum nach unten. Hier in der Ecke. Graben wir uns mal nach Diorit. Weil wir müssen hier sowieso das Lager machen. Dann können wir hier brennen. Machen wir die Höfen hin. Und machen wir hier halt hinten zu. Weil wir noch nach oben Höfen haben. Und dann machen wir sozusagen, ja, Eisenerz jetzt noch nicht, brennendes Glas hier rein, Holzkohle, machen wir das Birken, das Eichenholz machen wir in die Ecke und dass wir dann gleich runter können in die Mine. So, dann hätten wir alle. Gut, das nehmen wir mit und das Essen ist leider noch nicht fertig, da müssen wir noch länger hier bleiben, bis die Weizen wachsen. Graben wir uns nach unten. Hier müsste ich noch so Fackeln hin tun. Und gut hören, ob die Lava irgendwo ist. Ich höre es, ein Skelett. Bisschen lauter wieder machen.
Und ist das Blöcke? Okay. Ich weiß nicht, ob Lava Blöcke ist oder so. Keine Ahnung. Wir finden kein Diorit hier. Aber das andere. Andesit, genau. Ja, so ist mir das auch noch nicht im Kopf, weil ich relativ wenig mit dem Bauen baue. Mit dem Grauen außer Wege. Und deshalb den Namen eigentlich nicht mehr merke. Da ist Diorit. Okay. Haben wir eigentlich einen Eimer? Wieso haben wir keinen Eimer mit Wasser? Geht's noch? Wie komme ich da nach oben? Dann müssen wir einen anderen Weg nach oben nehmen. Ja, dann machen wir halt noch eine halbe nach oben gelang Folge, eine Erkundung, Höhlenerkundungsfolge. Oder graben wir uns mit Erde hoch oder so mit Stein. Müssen wir es halt dann wieder abbauen. Ja, machen wir es so. Dann bauen wir hier heute nur wirklich Andesit. Nein, Diorit ab. Genau, das ist Diorit. Ah, die Namen, hey. Wer kann das merken? So. Ah, schau mal, eine Höhle. Waren wir hier schon? Nein, das ist aber Lava. So. Hier haben wir Eisenerz. Sehr schön. So. Ich hoffe, da kein Gegner spawnt. Ach, schau mal. Ach, schön. Ach, gucke mal. Nein, Skelett. Töt ihn. Töt ihn. Ah, du bist so blöd. Ah, ich wollte doch eine Schallplatte haben. Du blödes Skelett, hey. Hast den Creeper einfach zu mir geschossen und dann ist er explodiert. Das geht mal gar nicht. Also, wir müssen wieder nach oben. Ich muss es so machen. Ich muss hier nach oben. Weil ich muss vorne Wasser bringen, muss ich die Fackeln halt wieder wegmachen. Die machen wir da nachher wieder an. Weil vorne kommt das Wasser. Nein, hinten kommt das. Ach Mist. Stimmt. Vorne ist das Fallschacht. Da darf kein Wasser sein. Und nur unten kommt Wasser hin. Oh, was habe ich da gedacht? Ja. Ich habe gar nichts gedacht. Da, da, da. So, bauen wir wieder am Haus, weil wir jetzt wieder Diorit haben. Also ich möchte das so machen, dass wir hier eigentlich Öfen machen und nur ein Fenster hier haben. Sieht zwar ein bisschen scheiße aus. Wir machen das so, wir machen hier die Öfen. Nein, hier die Öfen. Die Truhen kommen runter. Dann machen wir nämlich hier auch ein Fenster hin. So. Dann sieht es wieder gut aus. Ja. Also das ist eigentlich der ganz, ganz, ganz schlichte Stil. Aber für große Gebäude finde ich der beste. Und er ist einfach am leichtesten zu bauen, sozusagen. Mit vier Fenster, mit auf den Seiten Holz und sonst einfarbig. Je anders die Kultur ist, zum Beispiel chinesische und japanische
Kultur ist relativ schwer, sehr schwer fast sogar. Wikinger-Stil ist auch sehr schwer, das kommt aber bei mir noch erst später. Und was ist noch sehr schwer? Ja, so eingeborenen Stil oder so. Das ist auch noch recht schwer. Also wir müssen hier noch. Danke, aber ich brauche die Holz. Ich brauche die Holzstücke. Die Holzbretter. Und ich werde vor allem sehr detailliert dann arbeiten. In der Villa noch nicht so detailliert. Aber in der im ersten Dorf dann richtig detailliert. Weil bei der Villa möchte ich es gerne ein bisschen schlicht halten, weil es einfach groß ist. Sehen so kleine Details nicht so gut aus. Und im Dorf kann man relativ klein bauen. Aber schön detailliert. Also gleich andersherum. Ich möchte gerne sofort eigentlich die Kühe einzäunen. Deshalb brauche ich unbedingt schnell Weizen. Und hier haben wir eine Workbench. Ah ja, das Ding noch. Geschlafen habe ich ja. Ich möchte aus dem Holz zuerst noch ein paar Sticks machen. Ah, da sind die Sticks. So. Und eigentlich einfach mal Kuhzäune machen. Für die Kuh ein Ding. Ja, toll. Ja, die brauche ich jetzt eigentlich nur kurzfristig zum Reinkommen. Wolle, zum drüber zu gelangen. So, das reicht vorläufig mal. Wir haben sogar ein bisschen zu wenig. Dann machen wir uns nochmal paar Zäune. Wie viel? 3. Gut. Machen wir 3 Zäune nochmals. So, dann müssen wir das Ding nicht brauchen. Das Zauntor. Das Zauntor machen wir als Verzierung hier drauf. Schöne Verzierung. Und die Ecken könnten wir auch noch eine Verzierung machen. So. Pflanzen wir hier mehr an. Das Gravel machen wir dann weg. Oder soll ich das lassen? Ein bisschen ausleuchten noch. Nur 1. 3, okay. Sah noch 1 aus, weil die irgendwie gesteckt werden. Das hat irgendeine Version. Das ist nicht so gut, aber es ist trotzdem wahrscheinlich zum Ressourcensparen, oder? Besser. Für Java. Langsames Java. Ich könnte irgendwie 500 Minecraft auf dem PC abspielen lassen, ohne Java. Aber mit Java nur ungefähr 3. Oder 4. Weiß jetzt nicht, wie viel RAM so nötig sind. Könnte ich mal nachschauen. Aber ich habe ja einen High-End-PC. Und Java läuft nicht so viel besser auf High-End-PCs. Da könnte man eigentlich ohne Java viel mehr erreichen. Mit einem anderen CC+ oder so. Naja. Also, wir müssen noch die Fenster reinhauen dann. Letztendlich mal
Komm ihr drei, vier. Komm ihr vier. Werdet zu ganzen Weizen, zu ausgewachsenen Weizen. Ich möchte gerne hier drüben noch kurz ein bisschen die Birken anpflanzen. So, für den Boden. Ich möchte gerne einen Birkenboden haben, vor allem in der Küche. Nein, in der Küche mache ich Steinboden. Da können wir den Ding nehmen. Nein, dann nehmen Granit. Komm, wir machen einen Granit, einen edlen Granitboden. So. Also Granit habe ich nur eins, das reicht nicht aus. Das Glas kann ich noch rein tun. Haben wir jetzt Wolle, aber haben wir das Wolle? Ja, wir haben Wolle. Dann machen wir das noch kurz. Nur zwei. Okay. Und die drei Wolle lassen wir noch. Und jetzt machen wir hier so. Da können wir nämlich ja von unten drüber. So. Aber die Kühe können nicht raus. So, jetzt machen wir das mit den Kühen dann. Ja, jetzt machen wir das mit den Kühen. Und haben wir noch eins bekommen? Ja, okay. Dann machen wir das am besten weg hier. So viele Hühner hier noch. Gut, dass wir da Eier einsammeln können und dann die Eier einfach weg zu Jungen machen. Und die Schafe dann noch holen. Brauchen wir aber nicht unbedingt so früh schon. Also zwei Kühe möchte ich haben. Eine Kuh war ja hier oben irgendwo noch. Okay, die ist jetzt auch hier. Zwei Kühe, bitte. Kommt mit, Kühe. Kommt mit. Ich brauche Kühe für das Fleisch. Gutes, gutes Fleisch. Gutes Fleisch. So. Kommt jetzt hier rein, aber beide. Hallo? Kommt mit. Scheinbar kann man nicht mehr durch die Kühe laufen. Das ist auch gut gemacht. So. Also man glitscht nicht mehr so rein. Und jetzt mach mal kleine. So, gut, dann haben wir hier noch ein bisschen gewachsenes Weizen. Hier, damit die nicht seitwärts wachsen. Und die hier werden wir wahrscheinlich nicht wegmachen oder nur kurz schnell wegmachen. Sagen wir Weizen haben, damit die nicht nach innen wachsen, die Kürbisse. Die wachsen immer irgendwie in eine Richtung, die sie gerade gebockt haben. Schade ein bisschen. So. Ja, die Hühner lassen wir einfach mal hier. Die Kuh dort hinten lassen wir auch einfach eine Wildkuh sein. Und jetzt machen wir noch die Fenster rein. Und zwar hier. Dann zwei auslassen hier. So. Hier. Und wenn ich zwei auslasse, werden hier. Das ist nämlich schlecht. Wenn wir eins machen. Das ist ein schlechtes Aus. Die Massen sind ja, glaube ich, 12, oder? Ja, dann sieht es besser aus. Gut. Und dann hier unten wieder. Sode. Ja, das sieht gut aus. Hier könnten wir wirklich noch. Nein, das lassen wir so. Jetzt können wir noch das Glas reintun. Du gehst hier rein. So. Kleines Glas bitte. Also Flachscheiben.
Stone haben wir schon recht weit das Haus. Und im nächsten Part machen wir wieder einen Erkundungspart für die Steine, Diorit und Granit, Boden. Und vielleicht Ende des Partes noch den Boden machen und die Decke. Die Decke mache ich dann aus schwarzem Holz, dann müssen wir schwarzes Holz suchen. Schwarzeichenholz. Oder Dunkleichenholz eher. Meist, die sind ja nicht schwarz, die sind so braun, dunkelbraun. Ja. War ein super Part. Schön gebaut, schön die Kühe eingezäunt. Und so. Leider keine ja, das mit dem mit den Schallplatten hat nicht geklappt, weil wenn ein Skelett einen Creeper tötet, droppt eventuell eine Schallplatte. Das hat auch noch eine Chance. Nur eine Chance. Und ja, was soll ich sagen? Es ist halt sehr abhängig, wie das Skelett den Creeper zu mir schmeißt oder nicht schmeißt. Wir sollten vielleicht eine Ding dazwischen machen, eine Mauer. Und uns nur konzentrieren zu fliehen, also ab, ja, wegzugehen vom Skelett. Dann schaffen wir das. Aber es ist wirklich extrem schwer. Das machen wir weg da. Weg. Gut, also im nächsten Part eben meinen. Also die Granit holen und vielleicht Diamanten holen. Ah, das ist schon wieder eine falsche Kiste. Und ja. Wenn wir diesen Raum hier fertig haben von der Villa, dann machen wir kurz am Dorf oder so einen Bauernhof dort hinten. Und danach machen wir hier weiter im Gang. Oder wir schauen nach dem einen guten Platz für das erste Dorf, machen dann schon die Banner und so und danach machen wir am Haus an der Villa weiter. Genau. Ja, also Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Part, euer Drago Basler. Tschüss.